Herzlich willkommen zu den Trend Invest Guides. Heute gibt es wieder einen Indikatorencheck und wir schauen uns die Bollinger Bänder an. Ihr seid bei Trend Invest, dem Kanal für Investmentideen mit Zukunft. Mein Name ist Michael Gräf, ich mache die Arbeit und ihr habt das Vergnügen. So, zunächst einmal schauen wir uns die Eigenschaften der Bollinger Bänder an. Und zwar handelt es sich hierbei um einen weit verbreiteten Indikator, der um einen gleitenden Durchschnitt zentriert ist. Also wie ihr hier auf der rechten Seite seht, ist diese dunkelrote Linie ein gleitender Durchschnitt, meist über 20 Tage. Und von dem in bestimmtem Abstand befinden sich dann die Bollinger Bänder. Anhand des Abstandes von dem gleitenden Durchschnitt kann man die Volatilität ablesen. Also je weiter die Bänder weg sind von dem gleitenden Durchschnitt, desto volatiler ist die Aktie. Und generell tendiert der Kurs immer von einem Bollinger Band zum anderen. Also wenn der Kurs zum Beispiel stark gestiegen ist, tendiert der Kurs irgendwann wieder Richtung des anderen Bollinger Bands. So, wir sind hier wieder auf tradingview.com. Ich zeige euch schnell, wie ihr die Bollinger Bänder einblenden könnt. Dafür klicken wir hier auf dieses F&X-Symbol für Indikatoren und Strategien und suchen hier nach Bollinger Bänder. Dann klicken wir das an und wir sehen, wenn jetzt hier die Bänder hinzugefügt. Wir können mal kurz in die Einstellung reinschauen. Da ist die Auflösung, also in welcher Zeiteinheit wir uns befinden. Das können wir mal fix auf einen Tag stellen. Das Ganze geht über 20 Tage, wird dieser gleitende Durchschnitt berechnet. Und die Standardabweichung, das heißt, wie weit die Bänder dann voneinander weg sind, sind genau zweimal die Standardabweichung. So, und damit zurück zur Präsentation. Im nächsten Schritt möchte ich euch zeigen, wie diese Bänder entstehen. Und das jetzt anhand eines Beispiels von 4 Tagen, weil ich einfach zu faul war, 20 Tage hier einzuzeichnen. Als Beispiel haben wir jetzt hier einen stetig steigenden Kurs. Und dazu schauen wir uns den 4 Tage gleitenden Durchschnitt an. Der liegt in unserem Fall jetzt einfach ein bisschen tiefer als dieser steigende Kurs, weil wir gerade in einer Aufwärtsbewegung sind. Dann nehmen wir den Abstand von den Endkursen des jeweiligen Tages zum gleitenden Durchschnitt und diesen Abstand quadrieren wir dann, summieren ihn auf und teilen ihn durch die Anzahl der Tage, die wir uns anschauen. Das ist dann die sogenannte Varianz. Und wenn wir die Wurzel aus der Varianz nehmen, dann kriegen wir die Standardabweichung. Das ist so ein mittlerer Wert, wie weit diese Kurse von dem gleitenden Durchschnitt weg sind. Ja, und wenn man diese Standardabweichung dann auf diesen gleitenden Durchschnitt legt, und zwar zweimal, haben wir genau diesen Abschnitt, den wir zum Bollinger Band benötigen. Ja, und am Ende ergibt sich dann das Bollinger Band, genau im Abstand von zweimal Sigma von unserem gleitenden Durchschnitt. Die üblichen Zeiträume, wie man das Bollinger Band darstellt, sind einmal für sehr kurzzeitige Betrachtungen den 10-Tage-Durchschnitt, dann für die Standardbetrachtungen für kurz- und mittelfristige Kursverläufe der 20-Tage-gleitende Durchschnitt und für langfristige Betrachtungen der 50-Tage-Durchschnitt. Als nächstes gehen wir auf die Interpretation dieser Bollinger Bänder ein, wie sich der Kurs zu dem Bollinger Band verhält und was das für eine Aussage über den zukünftigen Kursverlauf geben könnte. Zunächst einmal hätten wir hier die Regel, dass auf eine niedrige Volatilität eine nachhaltige Kursbewegung folgt. Ja? Eine niedrige Volatilität äußert sich so, dass die Bänder zusammenlaufen, also der Abstand zum gleitenden Durchschnitt kleiner wird, wie das jetzt hier auf der rechten Hälfte dieses Kurses der Fall war. Und danach folgte eine nachhaltige Kursbewegung nach oben. Diese Kursbewegung muss nicht unbedingt immer nach oben sein. Das heißt nur, dass eine nachhaltige Kursbewegung folgt. Bei der nächsten Kursinterpretation geht es darum, dass Kurse, die einen Ausbruch gemacht haben, wie zum Beispiel an dieser Stelle, dann sich weiter an diesem Band, wo dieser Ausbruch passiert ist, orientieren. Ja, also wir hatten jetzt hier einen Ausbruch nach unten und der Kurs ist immer weiter nach unten gefallen. Und dann auf der rechten Seite hatten wir zum Beispiel auch einen Ausbruch nach oben und der Kurs orientiert sich dann dementsprechend weiter am oberen Kurs für die nächsten Tage und Wochen, so wie das hier aussieht. Dann, was wir noch erkennen können, ist, dass wenn wir einen Ausbruch hatten, auf den eine Seitwärtsbewegung folgt, wie zum Beispiel an dieser Stelle, eine Trendwende im Kurs möglich ist, wie es jetzt hier auch der Fall gewesen ist. Also wir hatten einen Ausbruch nach oben, dann eine Seitwärtsbewegung im Kurs und es gab eine Trendwende zum anderen Bollinger Band nach unten. Das gleiche gilt dann auch für diesen unteren Ausbruch hier. Wir hatten einen Ausbruch aus dem Band heraus, dann gab es eine Seitwärtsbewegung nach rechts und danach ist der Kurs weiter gestiegen. Also diese Betrachtungen gelten immer für beide Richtungen.
Dann die nächste Möglichkeit, das Bollinger Band zu interpretieren, ist mit Hilfe einer Doppelanalyse. Also man schaut dann nicht nur auf das Bollinger Band alleine, sondern nimmt sich noch den RSI oder den MACD zu Hilfe. Ein Video zum RSI findet ihr später dann in der Endcard. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht. Die Regel lautet, dass wenn nach einem Ausbruch eine Divergenz erfolgt vom Kurs zum RSI, das bedeutet, dass der Kurs weiter steigt, der RSI aber nicht mehr weiter steigt, wie das jetzt hier rechts zum Beispiel der Fall gewesen ist, dann ist das Ziel wieder das andere Band, also in dem Fall niedrigerer Kurs. Im Umkehrschluss, wenn jetzt nach so einem Ausbruch keine Divergenz im Kurs vorhanden ist, zum Beispiel an dieser Stelle, also steigende Kurse und steigender RSI, dann haben wir höchstens ein Zurücksetzen auf den gleitenden Durchschnitt und bleiben am gleichen Band. Ja, also wie man hier sehr schön sieht, ist der Kurs immer vom Band zum gleitenden Durchschnitt gesprungen und hat sich hier schön nach oben geschlängelt. Diese Doppelbetrachtung mit Hilfe von den Bollinger Bändern und dem RSI sind besonders hilfreich, da sie eine zusätzliche Stufe der Sicherheit mitgeben. Ein Indikator allein gibt nicht unbedingt immer die beste Aussagekraft. Selbst jetzt mit den Zweien ist es nicht immer hundertprozentig, das muss euch bewusst sein. Ja? Aber es gibt euch schon mal eine grobe Richtung vor, wie der Kurs sich weiter verhalten könnte. So, das war's auch schon mit unserem Indikator-Check. Habt ihr selber die Bollinger Bänder schon mal benutzt? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und, falls ihr noch nicht abonniert seid, auch ein Abo da. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten auf unserem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.